Hallo und willkommen zu einer neuen Aufnahmesitzung. Und wen haben wir denn da oder da oben? Ich habe jetzt noch gar keine Ahnung, wo das ist. Erkläre ich euch gleich. Okay, wir sind jetzt hier unten bei der Zonsterfalle. Das fängt ja gut an mal wieder. Und ich schaue mal kurz, was ich hier eigentlich so auf Tasche habe. Okay, wir haben hier ein bisschen Stein. Wir wollen hier natürlich einen vernünftigen Abschluss machen. Ich will jetzt wirklich nicht, also wirklich nicht schon wieder... Millionen Jahre an der Monsterfalle bauen, das haben wir ja jetzt gemacht. Ich bin jetzt mal wieder wach, eine neue Aufnahmesitzung. Ja, so, und das mit der Facecam probiere ich jetzt einfach mal aus. Wenn sie doof aussehen sollte, ich weiß, mein Face sieht eh doof aus, aber sollte es zu doof aussehen, nehme ich sie wieder raus, dann vergesst das Ganze. Ich habe eben einfach mal auf die Facecam gezeigt und wundert euch auch nicht, dass ich so komisch gucke, eine komische Richtung. Der Monitor, da muss ich den Kopf leicht drehen und so und all dieses und hast du nicht gesehen und pipapo, 4 Millionen, ich komme. Ja, Facecam, jetzt könnt ihr auch mal mein hässliches Antlitz irgendwie betrachten. Es ist gar grausam anzusehen, ich weiß, aber das tue ich euch an wie so vieles. Ja, und was machen wir denn heute? Das wollte ich eigentlich zuerst erklären. Also, wir machen jetzt so ungefähr 1 bis 2 Folgen, 20 Minuten natürlich wie immer. Na, sag mal. Machen wir hier oben auf dem Plateau und oder unten in der Monsterfalle. Das kommt drauf an. Ich pflück hier gerade noch mal ein paar Lianen für das untere Projekt, weil da brauchen wir wahrscheinlich noch ein paar. Obwohl, ich weiß es nicht so recht. Für den Zuschauerraum auf jeden Fall, das ist klar. Ja, und wie gefällt euch das mit der Facecam? Soll sie weg? Sagt es ehrlich. Ich bin euch garantiert nicht böse dafür, wenn ihr sagt, ne, Alter, du bist zu hässlich. Dann sage ich einfach nur, recht hast du, mein Freund, und das ist das, was das Alter mit dir anstellt, und ja, du auch bald, Kollege, du auch bald. Du wirst eines Tages dein ebenmäßiges Gesichtlein verlieren und dann werden die Frauen dich nur noch mit dem Arsch angucken, wenn überhaupt, aber den meisten ist es ja auch genug, denn die wollen sowieso nur gewisse Körperteile tun lassen sollen. Ich mach mal noch eine Schere, obwohl das eigentlich jetzt kompletter Overkill ist. Ist egal. Auf jeden Fall, wir machen jetzt hier so 2 Folgen. Also wenn du dich für Langeweile nicht interessierst, dann skip jetzt einfach 2 Folgen und danach geht's dann los. Da will ich dann runter in eine Höhle. Das habe ich letztes Mal schon versprochen. Genau diese Höhle, die ich letztes Mal versprochen habe. Da gehen wir heute rein und fighten da mal eine Runde. Das will ich jetzt nur nicht von Anfang an machen, weil... Ja, dann würde ich wieder ganz schnell tot gehen, weil am Anfang sehr verpeilt das Ganze. Okay, ich hoffe wirklich, dass das irgendwie aussieht mit der Facecam. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich schiele die ganze Zeit. Hallo, ich kann auch mal reingucken in die Kamera. Ja, das ist so ein Camcorder mit der Webcam. Das hat nicht so ganz funktioniert. Da habe ich immer nur die ganze Wohnung aufgenommen gekriegt und mich so irgendwie als kleinen Popel in der Mitte. Bin ja nun auch nicht groß, ne? Ja, also körperlich. Also geistig bin ich der Gigant, aber körperlich bin ich echt ein Zwerg. So, und da würde an so manchem von euch das Zwerchfell jucken. Alter, jetzt wird's aber langsam mal Zeit aufzuhören hier. Ja, Emma sagt auch schon, dass das total Moppelkotze ist, was ich hier erzähle. Weißt du was? Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Es gibt so vieles, was ich nicht will und was doch passiert. Wir brauchen nur noch eine. Ich will nämlich nicht mehr als 64. Ja, ich will nicht mehr als 64, weil wir haben hier noch diesen schönen Steck von... Dingen. Ja, und für die letzten 2 Folgen entschuldige ich mich mal ganz krass und hast du nicht gesehen und pipapo, weil da war ich echt nicht gut drauf, da hätte ich schon längst Feierabend machen sollen, aber manchmal, ne, das ist meistens so, ist auch beim Trinken so, ich weiß immer nicht, wann Ende ist, wann ich besser aufhören sollte und ja, da ist schon viel Böses passiert. Ja. So, ich erzähle mal wieder hier ohne Punkt und Komma und hast du nicht gesehen und Kackendreck und überhaupt. Und ich glaube, wir müssten gleich mal wieder irgendwie ins Bettchen, weil kämpfen möchte ich jetzt noch nicht. So, die Kaktussen können hier auch mal rein, weil die brauchen wir momentan wirklich ganz wenig. Haben wir denn hier noch? Ja, wir haben hier, ach du schöne Sache. Leitern können wir auch loswerden. Leiterpopeiter oder wie war das noch? Ja, ist ja gut, Emma. Du alte Stinkekuh. Das habe ich mir jetzt extra vom Gregor abgeguckt. Das war so schön. So, Emma, du alte Stinkekuh. Und dann erstmal ordentlich ein mit der Schaufel. So gehört sich das, liebe Freunde. So geht man mit seinen Haustieren um. Nicht, aber ja. Ist ja mal lustig, ne? Also, was ich so alles lustig finde.
Ja, wir haben hier richtig viel Erde am Stissel. Muss dir jetzt auch mal gesagt werden. Muss nicht. Meine Freundin wird mich dafür kreuzigen, vierteilen und rädern und überhaupt alles Mögliche. Also es gibt keine Foltermethode, die ihr wahrscheinlich zu hart wäre, um das zu bestrafen, was ich gerade getan habe. Schlimmer könnte ich nur noch sein, wenn ich sage, Hallöchen, Popöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen hier mal wieder zu meinem verpeilten Minecraft. Ich mache jetzt mal hier die Straße, die ich letztes Mal versprochen habe und dann nicht so recht geschissen gekriegt habe. Kann man ja auch mal so hart sagen. So. Ja, die Zeit vergeht heute nicht ganz so schnell, glücklicherweise. Also ich sehe gerade Viertel-Episode gerade mal. Das lässt sie aus, wie man so schön unten in den südlichen Gefilden in Texas, im deutschen Texas sagt. Ja, Deutsch-Texas heißt ja Bayern. Das habe ich ja neulich schon in England drüben irgendwie mal festgestellt. Ja, ich hoffe, mein Antlitz ist halbwegs zu ertragen für euch da draußen. So. Jetzt müsste ich mal schauen. Hier haben wir ja auch zu gemacht, irgendwie halbwegs nicht haben sollen sein. Und ja, was, wie das hier dann wird im Endeffekt, ich habe doch auch keine Ahnung. Ich sehe gerade, ich glaube, ich habe, na, das geht doch eigentlich. Ich habe jetzt immer noch keine Ahnung, wie ich das hier machen soll. It proves to be more of a work than I thought. What the G-Point did here? The G-Point. The J-Dot. 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 G ist ja ein G. Na, alles klar. Ja. Kaktussen wachsen auch schon lustig hoch. Wir haben noch Glas, wie ich sehe. Jetzt bauen wir hier doch schon wieder an der Monsterfalle. Ist doch nicht zu fassen. Aber muss ja auch mal sein. Sollte auch mal sein. Und hast du nicht gesehen und pipapo und tralala und hopsasa und wie auch immer das Ganze dann im Endeffekt heißen soll. Was erzählt der Mann da? Ich hab doch auch keine Ahnung. Ich bin doch nur ein Sklave meiner selbst, weißt du? Ich hab da... Du musst dir das ungefähr so vorstellen. Mein Maul kommandiert alles, ne? Und mein Verstand, der hängt irgendwo ganz unten in der Signalkette dran. Und der kriegt nur ganz selten, mein Verstand kriegt nur ganz selten mal irgendwie ein bisschen Computing-Time zugeschanzt. Und ansonsten ist hier immer das Maul am Palabern und hast du nicht gesehen und pipapo und tralala. So, das muss ich jetzt auch wieder ganz oft sagen. Ja, oder ich sag vielleicht mal bla 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 bla. Das waren nämlich die Worte, wie ich erfahren musste, aus streng geheimen Quellen. Ich habe aus geheimdienstlichen Quellen erfahren, welches doch tatsächlich das erste Let's Play war. Oder Video, das der liebe G-Punkt veröffentlicht hat. Ich weiß jetzt nicht mehr den Namen. Es war irgendein Rollenspiel-Dingsbums, das recht nett aussah. Allerdings hat er davon nur eine Folge gemacht und deswegen konnte man nicht weiter was sehen. Ich gucke jetzt mal einfach. Und falls ich hier immer hoch gucke, ich weiß auch nicht, warum, wenn man in Minecraft nach oben guckt und eigentlich das mit der Maus ja schon macht, warum man dann auch im Real eben nach oben guckt. Zumindest mache ich das so. Du machst das wahrscheinlich nicht, weil du nicht so blöde bist wie ich. Mache ich das bis auf den Boden aus Glas oder... Aus Jena Glas mache ich das. Also erstmal müssten wir dafür sorgen, dass wir hier nicht gekillt werden, weil es ist Nachtigkeit geworden und ich habe Befürchtungen. Wir haben nämlich noch kein Wasser oben dran. Ach, da tanzen ein paar lustige Klötzlein. Ich komme hier immer aus der Mitte der Kamera weg. Das ist lustig oder auch nicht. Ich glaube sowieso, dass ich die Cam wieder rausnehmen werde. Na, haben wir hier irgendwelche? Nein, haben wir nicht. Das ist gut. Weißt du was? Dann heben wir den Keller auch noch aus, zu euer aller Freude. Und ich weiß noch nicht, ich will das eigentlich mit der Leiter hier vorne nicht machen. Irgendwas läuft da draußen. Alter, läuft was, Alter? Was läuft? Skelett, natürlich. Alles klar. Wir könnten dann nächste Nacht schon mal eine Proberunde fahren, wenn ich es noch schaffe, da oben so ein... Wie kann man das nennen? So ein... Ne, hast du nicht gesehen, reinzubauen. So ein... ja, so ein Steg halt. So ein Locksteg.
Ja, das ist gut. Aber ihr seht, hier gibt es noch jede Menge Spaßigkeiten zu tun, bis wir hier fertig sind. Und ja, ich habe den Fehler bemerkt, bereits bevor ich das Let's Play hochgeladen habe. Den mit dem Glas und so weiter. Also schönen Dank an den Ringi für den nicht erfolgten Hinweis und dass er sich da zurückgehalten hat. Denn ich glaube, er hat sich schon selber gedacht, dass ich den Mist gemerkt habe. Dass also für so blöd kann man mich ja nun auch nicht halten. Kann man zwar, sollte man aber nicht. So. Huhu. Ja, ab und zu versuche ich mal ein bisschen in die Kamera zu winken und ich hoffe, ihr kriegt ein paar von den freakigen Gesichtsausdrücken von mir mit, wenn ich dann mal irgendwie, wenn die Spitzhacke zum Beispiel kaputt geht, da ist doch eine ganze Menge Material oben irgendwie am Rumscharwenzeln. Moment, ja, und wenn ich unten in das Menü gucke, dann gucke ich immer runter, das ist auch nicht so gut. Vielleicht gewöhne ich mich da noch dran. Also es ist jetzt auch schon wieder eine ganz andere Erfahrung hier so mit der Facecam, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber... Ja, ich lerne hinzu, ich lerne ständig. Sag mal, was ist denn da oben los? Wer ist denn da? Lass mich doch mal schauen. Ich glaube, ich kriege gleich aufs Maul, das ist... In der Falle ist nichts, ne? So, wo wir schon mal oben sind, können wir jetzt auch mal nach oben laufen und mal kurz den Wassereimer holen. Und vielleicht auch schon mal einen Eimer Wasser mitbringen, weil in der Nähe von der Falle, ich habe da kein Wasser gesehen, da müssen wir dann wieder so einen ewigen Brunnen machen, ihr kennt das ja. So, und hier ganz vorsichtig hoch, weil hier jetzt Bäume sind und da könnte ja irgendwie, na, die Bäume sollten wir übrigens mal niedermetzeln, damit wir, na, hast du nicht gesehen, und hier haben wir unseren Eimer und den hauen wir mal hier rein und dann hauen wir hier wieder ein paar Steine rein, damit hier nicht das Inventar zuklumpt. Ach ja, es hört nicht auf, ne? So, ich hatte jetzt ganz vergessen zu erzählen, wie es jetzt weitergehen soll. Da ist übrigens der Wolf, der letztes Mal gruselige Augen hatte. Wartet mal. So, das war mal ein nicht so herzhafter Rülpser. Ich habe ihn unterdrückt. Muss ich wahrscheinlich auch nicht mal rausschneiden, wenn ich Musik reinmache. Ja, ich bin so einer. Und wisst ihr, was ich jetzt nicht gemacht habe? Natürlich, ich habe kein Wasser geholt. Ach, wie schön. So, das machen wir dann aber jetzt mal. Ja, und dabei kann ich euch dann vielleicht auch gleich mal zeigen, wo es dann nachher hingeht. Ich gehe doch lieber den Weg, weil ich weiß ja nicht, was mich hier im Schatten der Bäume erwartet. Ich wollte sowieso mal gucken, ist der Weg hier soweit? Ja, der ist soweit. Damit hat es nämlich was auf sich heute noch. Das kann ich ruhig schon mal so ganz unverblümt verraten. Und zwar werden wir heute dann noch runtergehen. Da hinten war so eine Höhle. Da waren wir einmal kurz drinne. Dann hatte ich ein volles Inventar. Dann bin ich da feige rausgerannt. Nein, ich bin da raus... Och, Pedro. Ich bin da rausgerannt, weil es ganz einfach keinen Sinn mehr machte. Wir konnten kein Loot aufsammeln. Und ich habe noch großschnauzig gesagt, das Loot, das holen wir uns noch irgendwann dann später. Und dann habe ich das vergessen. Ja, so passiert das. Wo machen wir denn den Brunnen hin? Ach, das macht eigentlich überhaupt gar keinen Unterschied, wo wir den hin tun, machen, sein, haben lassen. Ja, und gut, jetzt komme ich vom Hundertsten ins Tausendste und wieder zurück. Jetzt raschelt da oben auch noch das Wasser rum. Ich will da wieder runter. Ich will das ausgraben erstmal, den ganzen Raum hier unten. Ja, da habt ihr wieder Spaß. Spaß an der Freude. Ja, und nachher gehen wir dann runter in die Höhle, also nach ungefähr jetzt so zwei Folgen oder so, oder vielleicht auch drei, vielleicht mache ich ja die Folge hier, die Stunde hier voll mit den drei Folgen und dann erst und dann gehen wir in die Höhlen ein wenig kämpfen und später dann, wenn alles so läuft, wie ich es gerne möchte, bauen wir eine Brücke am Ende der Straße, also der A1 nach Ringwald, das ist ja die Autobahn A1 nach Ringwald, wird später noch einige Abfahrten haben und vielleicht sogar ein Autobahnkreuz, es ist ein Kreuz mit dem Autobahn Dings, Bums, Scheiß und sonst was. Ich weiß hier echt noch nicht, wie ich das haben will. Und hier gibt es übrigens auch irgendwo eine Quelle zombomatischer Aktivität. Mir ist nicht ganz klar, wo diese ist. Irgendwas scharwenzelt doch hier herum. Ich höre das doch. So, einen zu weit gegraben. Aber das ist auch egal. Wir werden die Wände hier sowieso rausruppen und auch schön mit dem gemoosten Stein machen. Ach, das wird eine wunderschöne Arbeit, die ganzen Lianen, die ganzen Ranken zu schneiden. Das mache ich alles onscreen natürlich. Offscreen gibt es bei mir nicht, das habe ich schon mal gesagt und daran halte ich mich auch. Ach, was haben wir denn hier?
Feines Eisen, Popeisen, das wollen wir uns unter den Nagel reißen, nicht wahr? 4 Millionen, ich komme. Und hast du nicht gesehen und pipapo. Ja gut, und nachdem wir die Brücke gebaut haben über den großen, gigantischen Fluss da unten zu der malerischen Ecke, wo ich später auch nochmal irgendwas bauen möchte, dann, wenn wir das gebaut haben, die Brücke, dann gehen wir rüber nach Ringwald. Und da ist es mir eigentlich ein Anliegen, am Gutshaus von Ringwald, dem riesengroßen, naja, dieser kleinen, beschaulichen Hütte da, dort mal ein bisschen dran zu bauen, weil ich habe da bereits einige Ideen, die euch einfach aus den Socken hauen werden. Da werdet ihr, ich rutsche hier immer weiter aus dem Bild, habe ich das Gefühl. Egal, macht nichts. Und wenn wir noch Zeit haben, gehen wir dann entweder nochmal in die Mine oder in die fette Ravinenstruktur unter dem Dorf Ringwald. Und unter dem Wutshaus, das noch richtig werden soll. Und fighten und holen uns da nochmal einige Dinge. Und ich würde eigentlich ganz gerne in der nächsten Aufnahmesitzung dann anfangen zu kartografieren. Das wird ein Spaß für euch. Dann laufe ich die ganze Zeit mit bescheuerten Karten in der Hand durch die Gegend und ihr dürft zugucken. Das ist ja so geil. So, ich grab hier nochmal einen raus. Bloß nicht in das Glas rein. Ich habe so wenig davon. Und ich möchte nicht so viel Sand abbauen, ganz ehrlich gesagt, wenn ich mal ehrlich gesagt sagen soll. Ja, muss sein. Das auch. Wo kommen denn diese ganzen zombomatischen Geräusche her? Ich verstehe es nicht. Hier müssen irgendwo noch welche Höhlen irgendwie offen sein. Hallo, ich hüpfe hier mal so ein bisschen wie der Osterhase hier herum. So, ja, und was ich noch zu Ende erzählen wollte, also ich habe dann die ersten Schritte von Gronkomat, ich habe ja bisher immer nur seine ersten Minecraft-Let's Plays gesehen und bewundert und hast du nicht gesehen. Und diesmal habe ich mich halt durch detektivistische Arbeit und mit Unterstützung des CIA und der NSA auf die Suche nach den Wurzeln des Gronkomaten gemacht. Nein, es war gar nicht so schwer, du brauchst eigentlich nur zwei Dinge zu tun. Also wenn du ganz blöd bist wie ich, dann gehst du auf Google und gibst ein Gronks erstes Video. Wirst du fündisch auf jeden Fall. Wenn du aber ganz findig bist, dann gehst du auf Gronks Kanal, gehst auf die Uploads und schaltest die Sortierung entsprechend. Das habe ich dann am Ende auch gemacht. Warte mal, ich muss mal einen Kaffee trinken. Hier übrigens meine tolle Kaffeekasse. Tasse. Und jetzt seht ihr auch mal, dass der Kerl da nicht die ganze Zeit die Bier- oder Kornflasche am Hals hat, sondern tatsächlich Kaffee trinkt. Ja, es wurde ja von einigen witzigen Gestalten vermutet, dass meine Verpeiltheit daher käme, dass ich hier im Vollrausch spiele. Nein. Und das werdet ihr jetzt auch. Dafür ist die Facecam dann mal gut. Ich hoffe, ihr erschreckt euch nicht zu sehr. Ja. So. So sagen muss ich auch ganz oft, das ist wichtig, sozusagen. Ah, ich freue mich ja schon darauf, wenn ich dann nachher das Material schneide. Das werde ich heute wahrscheinlich noch zum Teil machen. Und dann mein Antlitz in der Facecam sehe. Das wird mit Sicherheit lustig. Für alle groß und klein. Ich überlege jetzt noch, ob ich hier die ganze Front aus Glas mache. Kann man ja. Man hat ja sonst nichts zu tun. Ja, nur schon mal so fertig machen, damit wir hier das Wässerchen reinballern können. Denn dafür muss das natürlich alles vernünftig. Ich gucke die ganze Zeit nach unten. Ich glaube, ich muss die Kamera das nächste Mal etwas höher stellen. Oder etwas tiefer. Etwas tiefer, denke ich eher. Kollege, mach dich doch nicht so schrecklich lächerlich. Ist da was? Ich hoffe, ich habe das auf der anderen Seite auch richtig gemacht. Nein, habe ich nicht. Aber das kann man noch nachbessern. Ich habe ja inzwischen immer Angst, dass ich hier das halbe Glas wegreißen muss, wenn ich irgendwas falsch mache. Ist ja auch meistens so. Ja, ich würde gerne... Wie viel haben wir denn hier runter? Ach ja, und die Leiter, die ich oben eben weggelegt habe, die hätte ich gar nicht weglegen sollen. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5. Ich glaube, ich müsste nochmal das Bettchen auspacken. Ein letztes Mal. Denn in der nächsten Nacht würde ich mal sagen, gucken wir schon mal. Oh, eine Folge ist gerade zu Ende.